Die größte Angst eines jeden Elektroautofahrers ist nicht die Reichweite, sind nicht die Ladesäulen, die verfügbaren. Nein, es sind Staus, Vollsperrungen, wo man dann mit dem Elektroauto drinsteht. Und wenn man dann die Heizung laufen hat, dann ist das Ding innerhalb einer halben Stunde leer und man kann nirgendwo mehr hinfahren und muss abgeschleppt werden. Und das auch noch mitten auf der Autobahn. Was hat es denn mit dieser Weisheit, die andauernd im Internet kursiert, auf sich, die keine Weisheit ist? Das werde ich hier für euch in diesem Video herausfinden. Bitte nicht vergessen, die Glocke zu klicken, damit ihr kein Video mehr verpasst, zu abonnieren und, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen nach oben dazulassen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei CarManiac. Wie oft werden wir jedes Mal, wenn der Winter beginnt, mit diesem Bild im Social-Media-Bereich konfrontiert, ein Bild von einer Vollsperrung auf einer Autobahn, ein riesiger Stau und inmitten dieses Staus mit einem Pfeil, da steht das Elektroauto und das ist der Gearschte, denn der wird nicht mehr losfahren können, denn wenn der mal ein, zwei Stunden in der Vollsperrung steht, dann war's das. Dann geht das Auto leer, muss abgeschleppt werden, wird nie wieder fahren und das ist die schlimmste Situation, die es überhaupt gibt. Das ist eine Stammtischweisheit, klipp und klar, und wir wissen alle, also zumindest die intelligenten Menschen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Aber wir haben bis dato leider keinen Gegenbeweis und genau den werde ich euch in diesem Video bringen, diesen Gegenbeweis, den wir so sehr brauchen, um den Elektroautogegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und für diesen Test hernehmen werde ich den Seat Mi Electric, und zwar mit Parametern, die auch keinen Platz für Kritik lassen. Denn ich werde das Fahrzeug natürlich nicht in einer Vollsperrung abstellen, weil die letzte Vollsperrung, ehrlich gesagt, in meinem Leben war ungefähr vor 15 Jahren. Also so viele gibt es davon nicht, mal abgesehen davon. Aber selbst wenn, müssen wir das natürlich simulieren. Wie simulieren wir eine Vollsperrung mit einem stundenlangen Stillstand? Ja, in meiner Garage. Dort kann ich den Wagen nämlich anlassen. Ja, und zwar solange ich will, kann wegfahren, habe Termine. Gott sei Dank hat der Mi nämlich auch noch eine Funktion, die anzeigt, wie viel Kilowatt er gerade in diesem Moment verbraucht. Und dann werden wir mal sehen, wie lange so ein Auto stehen kann. Natürlich nicht mit vollgeladener Batterie, weil das wäre ja unfair. Wir stehen ja in einer Vollsperrung nicht mit vollgeladener Batterie, sondern sind ja schon ein bisschen gefahren. Deswegen unter einem Dreiviertel, so ungefähr 70%, 65%, so stellen wir ihn ab und gucken uns die ganze Sache doch mal an. So, liebe Kritiker und Fans, wir sind jetzt in der Garage und müssen jetzt natürlich auf Video die Beweislage festhalten. Also es ist 10.37 Uhr. Hier sehen wir die Batterieanzeige, die ist zwischen halb und dreiviertel, aber tendenziell eher Richtung halb. Wir haben hier jetzt 111 Kilometer Restreichweite. 111, ja. Und 1,6, 1,5 kW, 1,4 verbraucht er aktuell. Warum? Wir sind hier im P-Modus, also im Parkmodus, sieht man hier. Ich werde das Auto auch nicht mehr anrühren. Und hier oben stellen wir mal die Heizung auf. Ja, sagen wir mal, es ist schon starker Winter. Klimaanlage natürlich nicht. Wir machen hier auf Stufe 2, machen die Sitzheizung an. Und ja, Sitzheizung und 22 Grad ist verbrüllend heiß in diesem kleinen Auto. Deswegen machen wir es mal realistisch auf 21 Grad. Das reicht mit Sitzheizung in Kombination. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Das Radio machen wir auch gleich an. Nur muss ich da noch kurz warten, weil sonst mir YouTube irgendwelche rechtlichen Dinger wegen Musik reinmacht. Also ich werde jetzt auch das Radio aufdrehen. So, 112, 111, ja, variiert hier ein bisschen. Egal. Wir legen los. Ich werde das Fahrzeug jetzt hier für ein paar Stunden stehen lassen. Und dann werden wir mal sehen, was da so passiert und wie lange man theoretisch in einer Vollsperrung auf der Autobahn mit 21 Grad Popoheizung auf höchster Stufe und Radio an stehen könnte. Ich bin schon wirklich sehr, sehr neugierig, denn der Wagen ist jetzt, also es ist jetzt, Moment, lass mich mal auf die Uhr gucken. So, es ist 19.06 Uhr. Ja, das heißt, es sind knappe 8,5 Stunden, in denen der Wagen mit Heizung an, mit Sitzheizung an und dem Radio angestanden hat in meiner Garage, damit es natürlich keiner klaut, weil der Schlüssel ja steckt. Ich war den ganzen Tag weg. Und jetzt bin ich sehr neugierig, was das Ergebnis ist, denn es heißt ja, ne, in der Vollsperre hast du dann die Arschkarte. Ist die Frage, wie lang so eine Vollsperre geht. Die Spannung steigt. Sieht das gruselig aus? Egal. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Ich bin so neugierig. Ich bin auch extra im Pullover runtergekommen, ja, damit ich da direkt ins warme Auto einsteige. Und das möchte ich auch direkt festhalten. Drehe mal das Display und gehe aufs Auto, dass ich jetzt einsteige. So, piepst natürlich, weil der Schlüssel steckt.
Wir halten aber den Spannungsbogen. Ich halte euch aber, ich mache keinen Schnitt. Ja, ich mache jetzt hier keinen Schnitt. An dieser Stelle steige ein, muss das Radio jetzt sofort leise drehen, sonst kriege ich YouTube-rechtliche Probleme. Also, schaut mal hier. Die Sitzheizung hat sich auf Stufe 1 runterreguliert, warum auch immer. Aber bei meinem BMW zum Beispiel geht es auch nach einer Weile aus, selbst wenn ich drauf sitze. 21 Grad, wie versprochen. Es ist wirklich warm hier drin. Ja, also es ist jetzt nicht so, als dass ich irgendwie frieren würde, ganz und gar nicht. Der Sitz ist proppe warm, genauso wie auch der Rest des Fahrgastraums. Und wenn ich jetzt auf den Tacho gucke, gibt es ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. So, und zwar natürlich auch live. Ich mache hier mal die Taschenlampe aus. So, gehen wir mal drauf hier. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Also, 19.08 Uhr, 10.37 Uhr angeschlossen. Mit 111 Kilometern Restreichweite angeschlossen, 62 sind übrig geblieben und Grad verbrauchte 1,2 kW. Das ist der Momentanverbrauch. Das wird wohl den ganzen Tag so gewesen sein. Und dementsprechend, also ich vermute mal sehr stark, dass das auch auf eine Stunde bezogen ist. Aber das zeigt ja nur, dass wir hier eine Differenz in Kilometern zumindest haben von 49 Kilometern. Also, zusammenfassend. Das Auto hat von 9, also es ist jetzt 19.10 Uhr, sagen wir mal, das sind 7 Stunden 10 Minuten plus nochmal eine Stunde sind 8 Stunden 10 Minuten plus nochmal 20, ja, sind ja 8 Stunden und 40 Minuten, die das Auto jetzt hier stand, in der fiktiven Vollsperre auf der Autobahn, mit Heizung an, mit Sitzheizung an, mit Radio an. Und das Ganze hat uns letzten Endes 49 Kilometer Reichweite gekostet. Also ich weiß ja nicht, wie lang eure letzte Vollsperrung war auf der Autobahn oder wann sie überhaupt war. Mal abgesehen von diesem dämlichen Bild, das da im Internet immer kursiert, mit diesem noch viel dämlicheren Kommentar. Und man wird ja tatsächlich darauf angesprochen. Ja, es gibt dann Menschen, die dann einen an der Ladesäule fragen, so Verbrennerfahrer, so, ja, wie ist denn das, wenn man in den Stau fährt? Und da antworte ich immer darauf, hey, bloß nicht Stau, der ist ja nach 2 Minuten leer, völlig egal, wie voll er vorher war. Weil die Frage ist so blöd, natürlich kläre ich es danach auf, weil die so... Manche sind wirklich so blöd, dass sie dann das auch noch glauben und so weiter erzählen und das wollen wir ja nicht. Aber das zeigt uns, dass die Elektromobilität in vielerlei Hinsicht, wenn man dann praktische Beweise bringt, gar nicht so beschissen ist, wie das eben diese Stammtischparolen eben betiteln. Irgendeiner hat sich's ausgedacht, hat dann dieses Bild gepostet, alle sagen es nach und so ist es dann Gesetz. Und ich wollte einfach mal den Gegenbeweis dazu bringen, den ich, denke ich mal, bringen konnte. Ja, weil brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Wer steht denn 8 Stunden in einer Vollsperrung, ja? Also, das ist, rechnen wir doch mal aus, wie viel das pro Stunde sind. Also an Kilometer Einbuße. So, lasst uns hier mal den Taschenrechner zücken, um das mal hier jegen zu rechnen. So, gucken wir mal. Also, wir wollen hier mal ausrechnen, wie viel wir an Reichweite in einer Stunde verlieren. Also, 60 Minuten, also eine Stunde mal 50 ist die Reichweite, ist gleich geteilt durch 513, was 513 Minuten sind umgerechnet, 5,84. Wir verlieren 5,84 Kilometer Reichweite pro Stunde im Stau stehend. So, jetzt rechnet das mal mit einem größeren Akku. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Tesla fahrt, mit einem Kia Niro oder ja mit allen anderen Autos, die so 60, 65 Kilowattstunden haben, da davon ein Dreiviertel reicht euch ja noch viel länger. Das heißt, wir haben jetzt noch 60 Kilometer Reichweite, 50 haben wir verbraucht. Das heißt, wir könnten nochmal 8 Stunden hier stehen, ehe der Wagen dann allmählich leer wäre. Und das wären dann in der Summe gesehen 16 Stunden mit einem kleinen Auto, das nur 32,3 Kilowattstunden Batteriekapazität netto hat und nicht annähernd voll war, weil wir also ich habe es euch ja gezeigt, ja, zwischen Hälfte und Dreiviertel, aber eher Richtung Hälfte waren. Also gar nicht zu sprechen darüber, was man mit einem vollen Auto rumstehen kann. Deswegen schlafen ja auch viele, was ich aber nicht so verstehen kann, in ihren Teslas an der Raststätte, haben natürlich die Heizung an, damit sie nicht frieren, keine Auspuffgase und können die Nacht 8 Stunden da sein und kostet sie nur 50 Kilometer Reichweite. Sonst wäre das ja gar nicht möglich. Aber Hauptsache bei der Vollsperrung auf der Autobahn stehen und dann natürlich abgeschleppt werden.
ihr seht mal hoffentlich, dass das ein völliger Käse ist für diejenigen, die das geglaubt haben. Und diejenigen, die das natürlich nicht geglaubt haben, jetzt habt ihr endlich ein Beweisvideo, das ihr euren Freunden zeigen könnt. Und zwar faktisch dargelegt. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Carmaniac mal wieder. Da haben wir wieder was aufgedeckt. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich nach wie vor dran. Gebt Daumen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen hat. Nicht zu vergessen natürlich das Abo, wenn ihr weitere Videos von Carmaniac sehen wollt. Und natürlich diese Benachrichtigungsglocke, diese blöde, die YouTube eingeführt hat, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Servus von hier aus.